Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück zu Expeditions und ich bin immer noch in den Karpaten unterwegs und schaue mich gerade so ein bisschen in den Missionen um, die wir noch irgendwie haben und wollte mal schauen, ob wir es irgendwie hinbekommen, ne, wir haben hier normale Missionen, irgendwie an der Richtung weiterzumachen. Ne, wir haben hier den wirbelnden Strudel, der ist jetzt normal, unter unerschütterliche Insel und... Nee, ist das da? Nee, Wasserkomposition ist auch noch normal. Das heißt, wir haben hier ein paar schöne Quests, wo ich sagen würde, das passt schon. Ne? Wir gucken mal, was es hier für Upgrades gibt. Hier gibt es einmal ein Offroad-Getriebe. Das finde ich eigentlich ganz nice. Und hier gibt es Notreserve M. Ich weiß nicht, für was für ein Truck. Ja, ich... Ich würde sagen, wir fangen mal mit der hier an. Ne, das ist wie gesagt eine normale Quest und 23.000, wir kriegen hier also auf jeden Fall ein bisschen Kohle zusammen, es ist normal, wir brauchen einen Offroad-Truck, wir brauchen das Wasserüberwachungssystem und ich würde vorschlagen, wir nehmen die mal, nehmen den Hydrologen mit, so, nehmen wie immer unseren Mechaniker mit. Ich weiß eben auch nicht so richtig. Ich glaube schon, der ist schon im Normalfall, denke ich auch, ist der gut, außer wir wissen, wir brauchen das nicht. Und wir nehmen unseren Operator mit, wie gewohnt. Und dann brauchen wir einen Truck und wir brauchen einen Offroad-Truck. Und ihr wisst, was ich von dem Step halte. Der ist momentan, so wie der hier ist. Wir können das mal versuchen. Ich müsste nur gucken, dass ich bei dem irgendwie... Ne, der hat schon den etwas besseren Motor jetzt drin. Schnellstufe nützt uns nichts. Da müssen wir eine Quest abschließen. Überlegungsset haben wir. Reifen sind wir auch mit Offroad unterwegs. Ist eigentlich alles gar nicht so schlecht, was der hat, ne? Differentialsperre, der ist eigentlich gut dabei. Aber der ist halt etwas größer. Deswegen finde ich den nicht unbedingt... geeignet, ne? Wir brauchen hier eine modulare Plattform S, wenn wir den nehmen wollen. Träger aus der Kategorie Heck. Nee, wisst ihr was? Wir nehmen hier unser... Ich mag den einfach nicht. Ich mag den Step nicht. Ich bleib dabei. Ich nehme den hier raus. Wir nehmen den TAS rein, weil der ist einfach so, wie er ist, ist der perfekt. Was will ich da mehr rum? Ne? Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, das macht für mich keinen Sinn. So auf der Pritsche können wir das System sollen wir einbauen, das nehmen wir mit. Und dann nehmen wir natürlich, wie soll das anders sein, ein bisschen mehr Sprit noch mit rein. Und wir nehmen noch ein paar Ersatzteile mit. Und logisch, zwei Stellschrauben, ein Anker. Und dann sind wir hier auch gut klar am Start. Und ansonsten gibt es jetzt bei dem, denke ich, nicht so sehr viel. Guck mal, hier gibt es was Neues. Ah, das sind die hier, ne? Ach komm, nehmen wir die noch mit. Gibt's noch? Gibt's was beim Hack? Dach haben wir. Ist eigentlich auch schon geklärt, ne? Wir haben den verstärkten Stoßfänger dran. Ja, was soll's. Wir lassen das mal so, wie es ist. Oh, hier gibt es noch mal ein paar schöne andere Felgen, ne? Aber die sehen ja spacig aus, aber nee, das macht für uns keinen Unterschied. Kurze Pritsche, Radar. Gibt es auch noch nicht, ne? Es gibt noch keinen Radar, den müssen wir erst irgendwie eine Quest abschließen. Von daher lassen wir das auch alles so. Plätze sind gefüllt und damit geht es mit dem heute los. Ja, und ich sage euch was, ich werde diese Mission... Ach, wir brauchen zwei von diesen Systemen. Okay, dann fliegt hier einmal das raus und dann nehmen wir hier ein zweites noch mit rein. Sprit wird, denke ich, reichen. Und so können wir jetzt hier starten. So, dann passt mal auf. Wir kriegen... Ist das hier die richtige Ecke? Offensichtlich. Ne, ansonsten müssen wir da einfach nochmal gucken. Und hier diesen Truck, ich finde es spannend, ne? Mit diesem Überrollbügel hier. Den Reifen, das scheint schon ein ganz geiles Fahrzeug zu sein. So, installiere Wasserüberwachungssysteme.
Genau, wir müssen hier die Ecken lang. So, und ich will heute noch ein bisschen chillen, deswegen verpiesel ich mich jetzt ins Timelapse. Dann kriege ich ja die Mission drüber, weil das ist ja nicht unbedingt die Ecke, wo ich sage, boah, da habe ich jetzt total Bock drauf. Deswegen werden wir das heute ganz entspannt machen. Und ja, dann würde ich sagen, ab ins Timelapse, Freunde. Jo, und da geht's auch schon los. Und ich muss echt sagen, das ging doch recht gut. Mir gefällt auch hier wiederum langsam der Gedanke mehr und mehr, einfach ein bisschen mehr am Timelapse zu machen. Da schaffen wir erstens mal mehr an der Folge und die Folgen werden nicht so elend lang, wobei ich, denke ich, immer mal so ein bisschen so einen gewissen Switch geben wird. Ne? Die letzte Folge war wieder doch um einiges länger. Diese Folge hier wird wesentlich kürzer. Ich gucke hier gerade mal bei mir ins Premiere Pro und da sehe ich, ja, 20 Minuten ungefähr und davon ist jetzt eine Viertelstunde, die wir jetzt noch Timelapse haben. Das kriege ich auch noch mal gemütlich bequatscht. Und ja, das waren, weiß ich nicht, 3 Missionen? Keine Ahnung, so in dem Dreh. Und es ist echt krass. Es hat sich viel länger angefühlt, aber es waren unterm Strich dann doch nicht mal eine Stunde, die ich hier gespielt habe. Ne? Ich bin jetzt hier mit dem Offroad-Truck unterwegs und das Nervigste, das muss man wirklich nochmal deutlich dazu sagen, das Nervigste ist wirklich dieses mit diesem Wasserüberwachungssystem. Und ich muss mittlerweile auch echt gestehen, ne? Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, je mehr ich hier spiele, umso mehr kriege ich eher Bock auf SnowRunner und ich habe ja nun zwischendurch auch mal wieder ein bisschen SnowRunner gespielt und das bestätigt sich auch, wenn ich in SnowRunner drin bin. Vielleicht liegt es an der Auswahl der Fahrzeuge, aber ich denke nicht, ich denke eher, dass es ein bisschen dieses Missionsdesign ist, dieses Expeditionsdesign, was einfach teilweise ultra anstrengend ist und keine Ahnung, ne? Da kann ich wahrscheinlich dann den Leuten beipflichten, die dann im Store ihr Ding machen. Ich war am Anfang, ich glaube eher so kleine Missionen. Die normalen Missionen sind okay. Ne? Die sind echt okay, aber es ist schwierig zu sagen. Ihr könnt mal eure Meinung dazu in die Kommentare hauen, ob ihr das Spiel schon aufgegeben habt. Und wenn ja, an welcher Stelle? Oder ob ihr schon kurz davor seid, weil ihr ein bisschen frustriert seid. Ich bin noch nicht ganz so weit. Ne? Wahrscheinlich, weil es auch immer noch irgendwo eine Mission gibt, die so ein bisschen, ja, einem die Karotte vor die Nase hält und man sich denkt, jo, geht schon. Und hier so die Location ist schon auch ganz cool. Aber es ist trotzdem nicht so motivierend wie ein SnowRunner. Ne? Wenn ich im SnowRunner eine Mission habe, wo ich weiß, die kann ich irgendwie schaffen, dann habe ich da auch richtig Bock drauf und dann mache ich die auch. Dann ziehe ich die auch irgendwie durch. Und hier ist es so, wo ich sage, ich freue mich jetzt nicht unbedingt auf die nächste Mission. Ne? Also es ist so, dieses Progress-System ist jetzt, ich weiß, es warten da irgendwann nochmal bessere Fahrzeuge, aber wer weiß, wo ich die finde. Und dann finde ich die wahrscheinlich mitten irgendwie am A-Punkt der Heide, mitten in dieser Map zerstreut, die einfach, wie gesagt, ich bleib dabei, unübersichtlich sind. Und es gibt nicht so richtig so diesen roten Faden. In SnowRunner gibt es halt die eingezeichneten Straßen. Ja, die sind teilweise auch nicht befahrbar, aber das ist irgendwie so dieser Punkt so, ja, du kannst da lang fahren. Ne? Und das fehlt mir hier. Ne? Es gibt zwar diese Aufstiege und sowas, die man erkunden kann, aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Und von daher ist es manchmal einfach ein bisschen zu viel rumexperimentieren. Na gut, aber jetzt habe ich genug genörgelt. Ansonsten muss man ja sagen, ne, das fetzt schon trotzdem irgendwie. Und wie gesagt, wir haben heute ein bisschen was geschafft. Nachdem ich jetzt mit ein paar Missionen echt ganz schön zu kämpfen hatte, denke ich, ist es gut, sich hier zu sagen, okay, man schnappt sich einfach die leichten Missionen und hebt sich die schweren eben auf. Also, dass man sagt, okay, entweder habe ich gerade irgendwie das Gefühl, den Mut, bin in dem Mut, in der Stimmung, mal durchziehen zu wollen oder halt eben nicht. Ja, und hier seht ihr jetzt im Hintergrund die absolute Hassmission. Also, das ist, ich lasse das mal bewusst tatsächlich so lange jetzt hier drüber laufen, wie ich, oder ich weiß nicht, vielleicht schneide ich es dann zwischendurch nochmal raus. Aber ich hatte echt keinen Schimmer, weil das sind so eine Mission, wo ich mir sage, also du kannst hier halt auch hingucken. Ich weiß nicht, was ich in diesen komischen Bächen da sehen soll. Ich kenne den Grund mit Hilfe des Echolots. Und es ist wirklich so, ne, ihr seht, ich habe alle möglichen Ecken. Ich habe wahrscheinlich vieles doppelt und dreifach schon abgescannt. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Das sind einfach, diese Minigames sind irgendwie so nutzlos. Patch die bitte raus. Also, ne, die braucht wirklich keiner. Und es ist auch nicht schlimm, wenn die einfach weg sind. Ne, gebt mir dafür stattdessen einfach so, zack, okay, Expeditionsschritt erfüllt. Aber ich will das nicht scannen. Das macht mir keinen Spaß. Oder hebt die Gegenstände im Wasser ein bisschen besser hervor. Denn man, ich habe wirklich genau hingeguckt. Ich habe es nicht erkannt.
Ich musste mir dann auf YouTube ein Video angucken von einem anderen Dude, der die Sachen dann irgendwie sich letzten Endes auch angeguckt hat. Das ist so krass. Wie gesagt, ich lasse das hier einfach drin. Ich habe mir gedacht, was soll der Geiz? Ich lasse es hier einfach so und damit ist gut. Ich hätte nicht im Leben damit gerechnet, dass dieser Kram so nah beieinander liegt. Und das werdet ihr dann auch gleich sehen. Die sind nämlich, ein Teil haben wir ja am Anfang schon gefunden. Und dieses Teil war relativ zentral und die anderen beiden Teile auch. Ne? Ich habe hier einmal abgebrochen gehabt, habe dann nochmal probiert da oben irgendwie und ja, habe jetzt nochmal so einen kurzen Punkt und dann, werdet ihr gleich sehen, gibt es jetzt gleich nochmal einen kurzen Cut. Also ich gehe gleich nochmal ab und weiß nicht, ob wir abbrechen gehen. Auf jeden Fall gibt es jetzt nochmal einen kurzen Cut und vielleicht fällt er auch gar nicht auf. Und genau, irgendwo hier zentriert. Ich sehe jetzt, ja, da komme ich der Sache schon näher. Also hier irgendwo muss dieser Kram nicht her und da habe ich es auch. Und alter Schwede, das war ein Krampf, ne? Das war jetzt, wie gesagt, vierfache Geschwindigkeit. Ich habe zwischendurch noch ein Video geschaut, habe da Pause gemacht und so. Ich habe dafür bestimmt 10 Minuten gebraucht. Vielleicht, ja, doch, es kommt bestimmt hin, ne? Und es waren 10 Minuten, die ich auch keinen Spaß hatte, ne? Also es ist so, wenn ich sage, okay, einmal klicken, wenn man das zusammenkriegt, dann denkt man sich, okay, man macht das halt einfach. Aber das ist auch wie mit den Fotos. Die Fotos, es ist jetzt, ja, kann man sagen, macht's Spaß, macht's keinen Spaß. Ich finde, die Motive sind manchmal nice, aber manchmal sind die auch totaler Crap. Na gut, Expedition war erfüllt. So, ihr seht, es geht jetzt in die nächste Expedition. Und da habe ich mir dann jetzt wieder den Kotko geschnappt, weil wir den jetzt einfach eine Weile nicht hatten und ich wollte einfach nochmal ein bisschen einen Vergleich ziehen und werde dann nochmal genauer drauf eingehen. Mir ist aufgefallen, der Kotko ist halt der gute Allrounder, den wir zum Start hatten, aber der Khan ist besser. Aber der Khan, der hat momentan für uns, ich weiß nicht, wie es später aussieht, nicht so viele Möglichkeiten, was die Reichweite angeht. Von daher ist der Kotko schon noch besser, wenn es um längere Strecken geht. Ja. So, also, de facto habe ich irgendwie eine normale Mission mit kurzer Strecke ab zu frühstücken. Dann nehme ich einfach den Khan 39 und ansonsten kann ich einfach den Kotko nehmen und dann habe ich zwei gute Fahrzeuge. Ne, von dem Don bin ich persönlich nicht so überzeugt. Mal gucken, dem werden wir vielleicht nochmal irgendwo eine Chance geben. Aber andersrum betrachtet, muss ich mir das noch unnötig komplizierter machen bei diesem komischen Missionsdesign, denn es hilft ja nichts. Sollte ich eine Expedition mit einem Fahrzeug starten und ich schaffe das nicht oder quäle mich unnötig durch, ich muss sie durchziehen. Ne, es ist auch hier so, es fühlt sich durch dieses Start und Ende weniger nach Open World an, als es in SnowRunner der Fall war. Immer wieder, ich wollte aufhören mit Meckern, aber sind wir wieder bei so einem negativen Punkt. Ist schwierig. Also die machen einige Sachen besser. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass es ein komplett anderes Theme hier ist, also dass wir sozusagen andere Missionen haben, dass das anders funktioniert, das Spiel. Aber es ist auch, und ich glaube, das liegt hauptsächlich am Map-Design. Ich würde sagen, der Rest ist gut, aber das Map-Design, da müssen sie, wenn sie nachliefern, auf jeden Fall dran arbeiten. Das ist irgendwie nicht so geil. Gebt uns ein paar Strecken. Ich weiß, ich muss ja nicht mitten in der totalsten Pampa sein, ne? Lass es ein paar Bergwege sein, irgendwo ein bisschen was. Lass das Gelände zum Teil wenigstens leichter sein. Ich will nicht nur komplett 100% Offroad fahren. Weiß nicht, wie es euch geht. So ein Stücken, wo ich sage, einfach ein bisschen Straße. Kann auch ein bisschen mehr Schlamm noch sein. Ist mir egal, ne? Aber so, dass ich sage, okay, es gibt im Zweifel immer irgendwie die Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Und zwar eine Möglichkeit, die nicht so frustrierend ist und nicht so viel mit Probieren zu tun hat. Ich weiß, Erkunden wird hier dadurch belohnt, aber ich finde es nicht belohnt. Ne? Es ist nicht so, dass ich sage, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich die Mission dann geschafft habe. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so wie in manch anderen Spielen. Es ist komisch, es ist schwer zu sagen. Ne? Also von daher einfach vielleicht nicht ganz so viel unwegsames Gelände und ein bisschen mehr Strecken, die man auch gut fahren kann. Ich weiß, das löst sich alles auf, ne? Vor allem, wenn man eine Strecke schon mal gefahren ist und es schon mal freigeschalten hat, hat man das ungefähr im Kopf und weiß, wo man lang muss. Und dann ist es im Endeffekt auch gar nicht mehr so schwer. Das erste Mal ist immer das anstrengendste Mal. Aber nichtsdestotrotz muss ich das erste Mal ja trotzdem fahren. Ne? Ich werde das dann gleich sehen, wenn ich, wie gesagt, die letzte Mission nochmal durchschiebe. Die ging dann nochmal in einem ganz, ganz anderen Tempo.
Naja, gut. Wir sind jetzt hier erstmal unterwegs. Ne? Ich habe jetzt hier dieses Kloster besucht. Das ist das, was ihr auch im Thumbnail gesehen habt. Das war so, sozusagen die schönste Aussicht. Ansonsten ist ja jetzt hier, ne? Die Thumbnails werden sich nun mal ähneln. Und da werde ich jetzt immer ein schönes Picture reinnehmen, wenn ich das irgendwie hinbekomme. Und freue mich, wenn sie irgendwann mal einen Fotomodus reinpatchen. Im Moment ist es so, dass ich einfach einen Screenshot mache, den mir in Photoshop ziehe und über inhaltssensitives Füllen einfach sozusagen die einzelnen Bereiche rauspatche. Ja, und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dieses Foto ist so hässlich. Also das stimmt hinten und vorne mit dem Fokus nicht. Also keine Ahnung, dieser Kameramodus, was soll man dazu sagen? Naja. Gut, also nächste Mission. Und da steht, wir brauchen 2 Trucks. Also habe ich mir dann gesagt, okay, nehme ich den Offroad-Truck mit, packe den mir irgendwie zusammen und nehme mir jetzt hier den Kahn. Das ist das, was ich schon vorhin gesagt hatte. Und dann nehme ich mir jetzt hier die Dudes, die üblichen Verdächtigen einfach mit. Und dann geht es jetzt hier mit dem Kahn einmal die Strecke runter. Und dann müssen wir eine ganze Ecke weit rüber. Ne? Ja, ihr seht das schon, das ist schon ein Stück, was wir hier zu fahren haben. Aber ihr werdet das merken. Ne, das ist fluffig. Also das ist richtig, richtig fluffig, wie der hier durchdüst. Also 4-fache Geschwindigkeit. Ich fühle mich gerade, als würde ich fliegen. Bin die Strecke gerade eben ja schon mal gefahren. Von daher ist es natürlich relativ simpel, das Ganze jetzt nochmal zu machen. Aber ist es trotzdem krass. Und ich finde, der fährt das auch echt stabil. Ne, mit der Bereifung ist der auch nicht so wie in SnowRunner, ist ja der Kahn so ein bisschen durch diese Matschreifen, Schlammreifen ist der richtig gut. Aber fährt sich auch sehr schwammig und kippt schnell um. Und das macht er hier nicht. Und ihr seht auch hier, ne, zack, fast rüber, nochmal schnell Seilwinde dran und geht ab. Also das muss ich sagen, das hat echt Spaß gemacht. Das war so ein Punkt, wo ich jetzt, ne, Map ist erkundet, ich weiß ungefähr, wo es lang geht. Und dann macht das Spiel auch Spaß. Das ist verrückt. Aber ich habe keine Lust, die ganze Map erst abzuscouten. Also ich, keine Ahnung. Es ist so, wenn man erst die Map durchscouten kann, damit das Spaß macht, da sind dann halt doch die Wachtürme wiederum ganz cool. Und wie gesagt, ein bisschen, gebt mir ein kleines Overlay. Ein kleines Overlay an Wegen, wo ich langfahren kann, wo man irgendwie so ein Muster, wo man sagt, okay, das sind gute Wege. Ne? Meinetwegen auch mit dem Erforschen so ein bisschen vielleicht ein kleines Farbschema rein, dass man sagt, okay, das sind schwere Aufstiege, das sind leichte Aufstiege, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ne? So, gut. Haben wir jetzt hier sozusagen jetzt noch eine Mission, müssen wir jetzt nochmal 2 Fotos schießen. War alles nicht wirklich großartig dramatisch. Ne, ihr seht, wir kämpfen uns hier durch. Zack, geht's einmal ran. Irgendwie scharf gestellt. Mittlerweile habe ich den Weg raus. War ein ganz hübsches Foto und jetzt geht's nochmal in die andere Richtung. Ne, und bei dem Kahn gebe ich wirklich gar nichts drauf. Ich fahre einfach wirklich querfeld ein. Das ist halt wiederum was Cooles. Also damit haben wir echt ein gutes Fahrzeug, was wir zum Scouten wirklich als guten Allrounder benutzen können. Für mittlere Strecken. Ne? Mal gucken, wenn es die Upgrades irgendwann hergeben wird, sicherlich noch mal ein bisschen mehr. Aber haben wir im Moment nicht. Oh ja, und jetzt kommen wir hier zum größten Hass im Quadrat. Neben dieser Mission, die ich vorhin schon gemacht habe. Erkundungsmission. Müssen wir auch drüber sprechen. Muss ich auch nochmal schimpfen. Ist genau so ein Ding. Nicht wirklich schön designt. Ich verstehe den Gedanken. Ne? Man will einen beschäftigen, aber ich brauche das nicht. Ich brauche diese ganzen Nebenmissionen, die mich vom eigentlichen Fahren abhalten, will ich einfach nicht haben. Bin ich ehrlich? Ne? Wozu das Ganze? Weil im Endeffekt, ne, ihr habt das gesehen, ich packe mittlerweile immer die Uschi ein, die mir hier die Range für die Drohne gibt. Stell mich irgendwo in die Mitte, hab das jetzt gemacht und dann fliege ich mit der Drohne los. Und die Drohne ist halt auch arschlangsam. Und ich kann die Map nicht öffnen, während ich in der Drohne sitze. Also kann ich das nicht wirklich erkennen. Ich kann nur oben rechts gucken, erkunde ich nichts mehr. Konnte das hier grob abschätzen anhand des Markers in der Mitte. Aber ich habe halt nicht alles gekriegt. So kriege ich jetzt hier 80% zusammen, oder? Nee, kriege ich nicht mal 79. So, 81, okay. Und jetzt muss ich hier die Ecken nochmal nachjustieren. Muss erst raus in die Map neu markieren. Kann auch nicht neu markieren, ne? Kann keine Markierungspunkte mit der Drohne setzen. Es ist so kleine Sachen, die einem doch aber eigentlich, weiß ich nicht, wo ich sage, das fällt einem doch auf, dass man da noch ein bisschen optimieren kann, dass das nicht so sehr viel Spaß macht. Naja, auch da hoffe ich, dass sie sich noch mal ein paar Gedanken machen und das optimieren. Und dann denke ich, ist es echt eine wundervolle Ergänzung zu SnowRunner.
Also gebt uns übersichtlichere Maps und ein bisschen mehr Quality of Life Features, wenn wir mit der Drohne fliegen, oder macht ein paar von diesen Missionen weg, die einfach total nutzlos sind. Gut, so, damit sind wir durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.